als hätten sie kein klares Konzept. Was gibt es sonst für Optionen? Zweiten Support. Boah, noch mehr Damage. Damit haben sich jetzt gerade Dignitas die einzige Schwäche in den Draft selber eingebaut. Das verstehe ich überhaupt nicht. Weder der Arthas noch der Dehaka fürchten sich besonders vor der Li Ming. Und die Tracer wird gerne mal zwischendurch eine Tracer-Bombe draufwerfen. Also, das verstehe ich nicht. Was sagt ihr? Wer hat den Draft gewonnen? Zelitz oder Dignitas? Ich hätte vor dem Li Ming-Pick quasi schon gesagt, egal was da gepickt würde, dass Dignitas den Draft gewonnen haben. Aber jetzt mit dem Li Ming-Pick bin ich nicht mehr so sicher. Den finde ich nämlich mega wack. Ich finde den Draft von, von den Zenits leider auch nicht so gut. Aber ich würde sagen, die Li Ming ist egal. Sie kriegen dann zwischendurch vielleicht ein Reset damit, machen vielleicht den Tracer-Kill noch gerade so klar oder so. Und dann wird ausgerastet mit Doppel-Resets, weil wahrscheinlich der Greyman auch mit Reset-Ultimate spielt. Und dann würde ich sagen, es gibt das 3-0 für Dignitas und das ist dann auch der bessere Draft, wenn auch nicht so viel besser, wie er hätte sein können, würde ich sagen. Was sagt ihr? 65% finden den Dignitas Draft noch besser. Ja, also ich meine, kann ich euch auf jeden Fall nicht widersprechen. Wir gehen rein in Sky Temple und sehen Grampaket auf dem Karazim. Mopsio mit dem Arthas. Volk, der darf auf der Tracer ausrasten. Das wird ein Gaumenschmaus auf jeden Fall. Und dazu Samoni auf dem DHK. Und Chat, den wir beinahe vergessen. Der spielt den Tassada. Auf der anderen Seite haben wir Team Dignitas. Mit zwei Briten, zwei Franzosen und einem Dan Bakery auf dem Uta. JPL auf dem Anubarak. Mene mit der Li Ming Snitch auf dem Greymain. Und dazu Seja mit dem Illidan. Jetzt haben wir auf der anderen Seite einen Slowenen, einen Schweden, zwei Spanier und einen Polen. Volk ist direkt hart am Nerven mit der Tracer. Ist natürlich sein Job, seinen Ultimate so schnell wie möglich an den Start zu bringen, damit er damit zwischendurch mal jemanden aus dem Leben treten kann. Illidan würde sich anbieten oder auch die Li Ming. Und das ist eben das Ding. Damit hat der gute Polk jetzt natürlich schon ganz schön gute Auswahl und damit wird jetzt auch direkt schon mal ein bisschen Druck gemacht auf den guten Illidan von Seja. Unten macht Mopsio ein bisschen Stress gegen Snitch, interessant zu sehen. Jetzt auf seinem dritten Tank heute, während wir bei BKB ja zum Beispiel einfach die ganze Zeit Stitches gesehen haben, sagt Mopsio, ich kann alle Tanks spielen. Aber bis jetzt war ich noch von keinem so richtig überzeugt, auch wenn das halt natürlich auf höchstem Niveau ist. Also natürlich kann er auf High Grandmaster Niveau alle Tanks spielen, keine Frage. Aber in Pro-Matches hat mir das gerade noch nicht gut genug ausgesehen. Mopsio ist allerdings mit dem Arthas gut dran an Snitch, aber der bleibt ganz knapp am Leben, muss direkt raus teleportieren. Und damit natürlich erstmal ein kleiner Vorteil jetzt hier für die erste Schreinphase. Oh, guter Damage gegen Polk. Schön gemacht, Mene. Im Zusammenspiel mit Bakery. Der Top-Lane holt der Hacker noch ein bisschen zusätzliche XP rein. Und unten hat der Arthas gerade noch ausgepusht. Die ersten Tempelschüsse gehen dafür an Team Dignitas. Aber wir sehen schon, der XP lead erstmal für die Zealots. Aber ich denke, sie müssen dann jetzt trotzdem gleich den Fight hier nehmen. Illidan auf der unteren Lane gegen den Arthas jetzt dabei. Und der Hacker kommt von oben mit dazu. Kein Burrow also genutzt. Tracer geht nochmal hinterher. Tracer Ultimate wäre bereit. Fünf Mann von den Zealots hier, aber letztlich nichts Vernünftiges organisiert, kein Engagement klar gemacht. Also das wirkte auch wieder ein bisschen halbgar. Polk guckt noch ein bisschen rum, könnte vielleicht unten mal den Illidan jetzt besuchen gehen auf der Midlane. Der Tempel ist erstmal gesichert von Dignitas, aber Mopsio, Granpakette und Polk werden da sich gleich wieder draufstellen können. In der Zwischenzeit hat aber Snitch die ganze Zeit den Top-Tempel und hat da auch die Creep-Web geklärt. Also da sind auf jeden Fall jetzt einige Vorteile entstanden. Für Team Dignitas auf der unteren Lane stellt sich da den Hacker dem Illidan. Das läuft natürlich ganz gut. Und dann ist letztlich die Frage, wer kriegt den Tempel auf der Top-Lane? Der wird dann hier den Vorteil mitnehmen letztlich. Aber erstmal haben das Dignitas ganz gut gelöst, denke ich.
Denn sie haben eben kein Global, während der DHK jederzeit natürlich hier mit reinkommen könnte in den Fight. Auf der anderen Seite muss man sagen, Polk hat die ganze Zeit sein Ultimate bereit, hat den noch nie genutzt und hat insofern da quasi Luft nach oben, aber hat auch sicherlich das Potenzial, einfach hier mal einen Fight zugunsten der Zealots zu entscheiden. Mopsio macht erstmal ein bisschen Stress auf dem Tempel, versucht da die Kontrolle mal kurz zu übernehmen, die entscheidenden letzten Schüsse zu nehmen, und Dignitas trauen sich nicht mehr zu engagen. Und ich denke, das ist richtig so, weil auf der unteren Lane der DHK ausgepusht hat, könnte also jederzeit mit dazukommen, und so sichern sich hier tatsächlich dieser Zealots erstmal den Early Game Lead. Halbes Level Vorsprung für sie. In der Zwischenzeit hat Seher das Bruder-Camp geholt. Das ist interessant, dass er das sofort geholt hat, weil das natürlich bedeutet, dass das Camp jetzt da oben pusht, bevor die nächste Tempelphase beginnt. Das ist ja eigentlich nicht so attraktiv, aber das könnte bedeuten, dass sie gleich unten Hardstress machen wollen mit dem Siege-Camp. Genau danach sieht es aus. Vier Mann pusht dann wahrscheinlich gleich unten. Und das bedeutet möglicherweise, dass die Zealots keine Zeit finden werden, ihrerseits das Bruder-Camp zu holen. Und Polk, der hat sein Ultimate immer noch nicht rausgehauen, und da muss ich sagen, also ich verstehe es sozusagen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite missfällt es mir doch auch immer wieder. Also man möchte natürlich den Ultimate bereit haben, wenn man ihn dann braucht, aber man könnte doch wahrscheinlich schon ein bisschen konsequenter Situationen forcen, also auch einfach als Team der Tracer, dass der Ultimate regelmäßiger zum Einsatz kommt, denn die Tracer lädt den wirklich innerhalb von wenigen Sekunden wieder auf. Und da kann man doch Mena einfach mal zwischendurch 50% HP klauen, hat man das Gefühl. Na gut, auf der Top-Lane pusht das Bruder-Camp noch, aber der DHK ist natürlich ganz gut aufgestellt, um das zu defenden. Und eigentlich hätten die Zealots jetzt vielleicht gerade noch genug Zeit, um ihrerseits das Bruder-Camp loszuschicken. Das sollten sie aus meiner Sicht entsprechend dann jetzt auch direkt machen. Dann müssten sie allerdings mindestens zu dritt direkt hinrotieren. Stattdessen gibt es ein Gadget gegen den Tassa da. Und das war eine Falle, glaube ich, von den Zealots, aber die Tracer geht nach oben weiter. Also Polk ist es wichtiger jetzt hier, oben nochmal ein bisschen Stress zu machen, vielleicht das Bruder-Camp zu holen. Aber nein, es geht auf See ja drauf, tatsächlich. Aber die Tracer, die kann nur den Watchtower zurückholen. Tja, und das Bruder-Camp ist immer noch nicht geholt worden. Mopsio sieht jetzt, wie da unten seine Base weggepusht wird. Und da bin ich insgesamt doch ein bisschen verwirrt. Die Zealots machen einfach in den letzten 2 Minuten quasi nichts mit ihrem Vorteil. Aus ihrem halben Level-Vorteil ist jetzt irgendwie noch so ein Viertel geblieben. Aber sie kriegen das Engagement gegen JPL. Und der nimmt die Tracer-Bombe mit und geht down. Und dann nehme ich alles zurück. Zealots haben ganz geschmeidig auf ihre Chance gewartet und dann easy den Kill mitgenommen. Auf der Top-Lane muss allerdings natürlich jetzt jemand sich um den Illidan kümmern. Der DHK läuft tatsächlich da die komplette Strecke hoch. Das ist natürlich ganz schön langwierig, aber die ersten Tempelschüsse gehen trotzdem an die Zealots und der DHK kann dann natürlich auch direkt wieder eingreifen. Ein Polk guckt nach einer Gelegenheit, mit der Tracer noch einen einfachen Kill zu organisieren. Samoni mit dem Counterpush auf der Top-Lane. Und auf der unteren Lane sehen wir, aha, Snitch und Bakery machen wieder Stress. Das gibt Polk direkt die Gelegenheit, hier nochmal sich entgegenzustellen. Und plötzlich sehen wir Zealots mit einem Level Vorsprung, Level 10. Und oben hat Samoni den Solo-Kill klar gemacht gegen den Illidan von Seher. Da hat er sich offensichtlich ein bisschen zu viel zugetraut. Seher natürlich eigentlich mechanisch überragend, aber da hat ihn jetzt mal jemand gut erwischt. Samoni hat da sicherlich die Zunge draufgebracht, denn ich glaube, der Ultimate war noch nicht bereit, zumal er sein Ultimate noch nicht ausgesucht hat. Und plötzlich haben sie hier 2 Level Vorsprung. Das ist natürlich schon relativ heftig. Die Zealots übernehmen hier komplett die Kontrolle, könnten jetzt sogar Boss andrücken. Aber andererseits müssen sie natürlich so ein Risiko gar nicht eingehen, denn offensichtlich brauchen sie hier gar nicht mehr Einsatz zu zeigen. Es läuft erstmal ganz gut so. Tassada hat noch kein Ultimate gewählt. Ich würde erwarten, dass es eine Force Wall wird eigentlich. Sehr unangenehm für den Illidan, für den Greyman. Ah, man könnte aber auch über das Archon natürlich reden, weil der Illidan, wenn er da hart reingeht, dann auch gut empfangen werden kann natürlich vom Tassada. Karazim ebenfalls noch kein Ultimate ausgewählt. Ich kann mir endlich Seven-Sided Strike nicht vorstellen, ehrlich gesagt, aber sie haben natürlich Doppel-Support, insofern ist es letztlich eine Option, aber auf der anderen Seite natürlich Reset-Festival eingeleitet mit Li Ming Greymane. Insofern ist die Vayne Palm wahrscheinlich hier die bessere Option. Jetzt gibt es den Invade beim Bruder Camp. Die Kitas sind aber nur mit 3 Mann da. Illidan hat natürlich der Hand geskillt, könnte also jederzeit mit dazukommen. Wir sehen tatsächlich das Archon auf dem Tassa da. Und Seven-Sided Strike, also das ist natürlich gewagt gegen die Li Ming.
Und wir sehen einen Level-Vorsprung für die Zealots weiterhin. Die nächste Tempelphase beginnt bald. Die beiden Camps machen gerade noch ein bisschen Stress. Und das mit den Camps ist mit der nächsten Tempelphase ist ein bisschen unglücklich gelaufen für die Zealots. Sie werden hier wahrscheinlich nicht beide contesten können. Aber sie können vielleicht dieses Booster-Camp contesten. Oh, und wir haben ein bisschen Lack auf dem Clean Feed. Das ist natürlich unlucky. Hatten wir gestern aber auch ungefähr zur gleichen Zeit und es ging direkt weiter. Insofern bleiben wir jetzt erstmal einfach so drauf und hoffen, dass hier das Ganze sich einfach beruhigt. Und wir sehen das Engagement. Rechtzeitig sind wir wieder zurück. Oh, sind wir nicht. Wir springen ein bisschen in der Zeit. Das tut mir leid, aber es gibt eine sehr schöne Tracer-Bombe gegen Polk. Und der wird rausgenommen. Von Polk natürlich. Der nimmt Snitch raus. Und zusätzlich fällt der Anubarak und auch Mene geht down. In der Zwischenzeit hat der Illidan oben den Tempel besetzt. Aber das Engagement hier unten hat sehr gut funktioniert für die Zealots. Talent Lead haben sie auch. Und dann wird noch der Boss gesichert. Tja, Freunde. Glaube es nicht das letzte Match. Das sieht sehr souverän aus tatsächlich, was die Zealots hier machen. Auch super gemacht von Polk, ne? Wie er das Divine Sheet abwartet, dann den Tracer Ultimate draufwirft und den Kill sichert gegen den Greyman Zucker. Und damit wird der Boss gesichert und auf der Top Lane ist der Tempel ebenfalls leer. Insofern könnten sie eigentlich hier ihre Zeit investieren, um hier mit dem Boss mitzugehen, wenn ihr mich fragt. Aber sie wollen da oben das Booster Camp invaden und das kommt mir doch ein bisschen gewagt vor. Granpakette allein gegen 5. Muss der Karazim jetzt nicht unbedingt machen. Und der Call kommt auch. Ne, das lassen wir lieber. Lass mal lieber auf der unteren Lane ein bisschen Druck machen. Und das ist sicherlich hier der richtige Ansatz. 15 gegen 13 mit der Keep Wall. Das ist dann wahrscheinlich 15,5. Aber Level 16 ist noch zu weit weg. Insofern wollen sie natürlich ja jetzt sich auch nicht blöder erwischen lassen. Tracer Ultimate nicht direkt wieder bereit. Und sie ziehen sich zurück. Wollen Dignitas da nicht schenken. Und das ist sicherlich hier die richtige Idee. Keep Wall verliert immerhin einen Tower. Aber Talentgleichheit besteht natürlich noch kurzzeitig. Siege Camp soll jetzt gesichert werden von den Zealots. Auf der anderen Seite möchte JPL eigentlich gerne hinterhergehen und fighten. Aber Shed hat das Oracle an und weiß damit natürlich genau, was hier abgeht. Bruiser Camp auf der Toplane wird ausgepusht von Samoni auf dem DHK. Und Polk hat den nächsten Ultimate wieder bereit. Level 16 aber ist noch nicht am Start. Insofern denke ich, werden sich hier die Zealots noch ein bisschen Zeit lassen. Der Toplane die Free XP reinholen. Und das bedeutet wahrscheinlich, dass sie das Vor unten dafür verlieren. Denn Dignitas werden natürlich was im Tausch haben wollen. Und das Vor geht down. Und damit sind es dann nur noch ein Dreiviertel-Level-Vorsprung. Also letztlich haben die Zealots da natürlich ein bisschen was abgeschenkt. Aber das ist sicherlich okay. Denn die nächste Tempelphase kommt bestimmt. Und hier steht die nächste Falle tatsächlich. Oh, der Karazim, was macht der denn da? Die Falle war ja ein bisschen wenig unauffällig. Die beiden Heiler laufen da irgendwie über die Straße. Ah, oh, hier wollten wir. Ah, shit. Mopsy wird engaged und wird einfach deleted. Granpakette, wie gesagt, kein Divine Palm, kann dann also nicht helfen. Von der Seite kommt Samuel mit dazu, aber der kann nichts mehr machen. Tja. Das darf natürlich nicht passieren. Erst die eigene Falle ruiniert, dann selber in den Busch reingelaufen. Das haben wir eigentlich gerade auf Twitter gelernt, wie man mit den Büschen umzugehen hat. Siege Camp unten pusht noch ein bisschen, wird aber sicherlich dann gleich in den Griff gekriegt. Auf der Toplane pusht der DHK und der Arthas respawnt erst in 15 Sekunden. Das ist noch ganz schön viel Zeit. Allerdings denke ich, wird es noch ein paar Tempelschüsse geben, die dann noch verteilt werden. Und auf der anderen Seite wollen Dignitas natürlich so schnell wie möglich Level 16 haben. Um dann den nächsten Teamfight wieder nehmen zu können. Und ja, der HK kam tatsächlich mit dazu. Insofern geht wahrscheinlich da unten gar nicht mal unbedingt was, denke ich mal. Oh, Greyman zeigt sich aber oben. Und das ist natürlich dann sofort der Moment, wo Dignitas sich in Acht nehmen müssen. Denn die Zealots wissen jetzt natürlich, okay, da sind keine 5 Leute unten. Und da werden es auch keine 5 Leute mehr unten. Und damit direkt Tempel geklaut. Gute Arbeit von den Zealots. Sehr gut aufgepasst. In dem Moment auf der Minimap, der Greyman gesehen wird, wissen sie, sie sind unten in Überzahl und sichern sich das Map Objective. Aber schöne Rotation auch von Dignitas. Die wollen dafür das Booster Camp da oben haben. Und da die Zealots noch denken, dass da unten vielleicht Gefahr droht, wird sich da oben um das Booster Camp niemand scheren. Und sie helfen stattdessen unten im Überlebenskampf. Möglicherweise, das ist die Erwartung natürlich, dass da der DHK vielleicht gegankt werden könnte. Das passiert nicht. Aber die letzten Tempelschüsse, die werden immerhin gesichert und die machen ordentlich Druck aufs untere Keep. In der Zwischenzeit haben die Jungs von Dignitas immerhin einen Keep-Tower unter Druck gesetzt. Das ist tatsächlich nicht so lächerlich, wie es klingt vielleicht, denn er gibt ganz gut XP natürlich. Und
Vor allem macht es möglicherweise dann den Weg frei, oder wenn der nächste Tempel auf der Top-Lane spawnt, ist es vielleicht der Unterschied, den sie brauchen, um das Keep rauszunehmen mit dem Tempel. Also Dignitas haben wir aus einer schlechten Situation das Beste rausgeholt. Die Frage war eher davor, ob man den Greyman wirklich wegteleportieren musste, weil dass der da unbedingt auspushen musste auf der Top-Lane, habe ich eigentlich nicht gesehen. Aber wir sehen tatsächlich, dass es ein bisschen problematisch ist für Dignitas, dass der Hand-Illidan leider nur über große Teile der Map springen kann und nicht über die ganze. So wie das auf der anderen Seite Bakery kann, nicht Bakery, der DHK kann. Der DHK ist ja eigentlich immer am weitesten weg, aber kommt zu jedem Fall natürlich super schnell mit dazu. JPL wird engaged. Aber Mopsy hat ein bisschen Angst gekriegt nach der nächsten, letzten Situation. Muss ich ein bisschen vorsehen, dass er nicht nochmal so blöde in den Burst Damage von Team Dignitas reinläuft. Execution jetzt mit dabei, natürlich auf dem Greymane. Mubarak. Was hat denn der für ein Level 7 Talent? Das hat er ja nie gesehen. Und Epicenter hat er natürlich auch mit am Start. Also AOE-Stun gibt es dann. Und Seja möchte hier das Bruiser Camp haben, aber Granfakette wird im Busch gefunden und Polk haut sein Ultimate ins Leere, also keine Kekse für die Zealots. Rückzug eingeleitet und die Tracer wird jetzt hier den Call machen. Geht alle weg, ich brauche die Creep Wave, ich brauche unbedingt ein paar Autotakes, um den Ultimate wieder aufzuladen. Und ja, Polk wird natürlich daran jetzt erstmal hart arbeiten, aber 20 Sekunden sollten fast schon genug sein, um ihm das zu ermöglichen. Bin gespannt, ob sie den Boss anfangen. Jawohl, machen sie tatsächlich. Finde ich einen guten Call, denn sie schaffen das ganz schön schnell und im Zweifel laden sie den Tracer Ultimate auf. Also es gibt quasi nur Upsides und wenn sie rechtzeitig disengagen, haben sie überhaupt kein Problem damit. Oh, Mopsio, guter Schaden gegen ihn. Guter Root allerdings auch gegen JPL. Aber letztlich spielt es keine große Rolle. Der Boss wird aber nicht mehr rechtzeitig wieder ins Spiel gebracht, um das noch hinzukriegen. Oh, Engagement gegen Mopsio. Diesmal bei Iceborne Fortitude angegangen und der kommt raus. Die Ghule jetzt erst gezogen, aber das reicht natürlich trotzdem, sich wieder hochzuheilen. Die Vayne steht direkt gezogen für den Illidan. Der muss allerdings wahrscheinlich trotzdem disengagen. Mopsio hat inzwischen seine Ghule allerdings auch alle gefressen. Tracer Ultimate wieder da, aber er kriegt den Kill nicht gegen den Anubarak. Der kann sich nochmal zurückziehen und hat dann letztlich genug Schilde. Und das heißt, letztlich ziehen sich beide Teams zurück, ohne groß was erreicht zu haben. Seven Side of Strike wurde nicht genutzt, das ist nochmal eine Gefahr für Dignitas. Aber die haben ihrerseits noch den ganzen Burst Damage von Cursed Bullet und der Li Ming, die auch ihren Ultimate natürlich direkt wieder bereit hat. Auf der anderen Seite Tracer Ultimate nicht am Start. Oh, aber das Engagement geht sowieso auf den DHK und der hatte sein Ultimate eigentlich, aber hat ihn nie angekriegt. Engagement jetzt gegen Mopsio, der hat aber Iceman Fortitude rechtzeitig gezogen, damit ist ein Counter-Engagement möglich. Seven Side of Strike hat guten Schaden gemacht, aber der Arthas wird fallen, Seja allerdings auf der anderen Seite auch. Tracer Ultimate macht da kurzen Prozess mit dem Illidan und Polk bleibt noch ein bisschen dran, aber da haben die Zealots jetzt einfach schon ziemlich viel verloren. Auf der Top-Lane pusht die ganze Zeit das Bruiser Camp, das macht mehr Schaden da als ich für nötig gehalten oder für möglich gehalten habe tatsächlich auch. Und jetzt gibt es tatsächlich das, was ich vorher angesprochen habe. Auf der Top-Lane wurden durch die Bruiser, oh Gott, Granfakette bleibt erstmal noch kurz da, versucht zu helfen, was wahrscheinlich nicht mehr zu retten ist. Polk wird rausgenommen auf der Tracer, sehr gutes Timing tatsächlich von Team Dignitas. Kill gesichert, Chat soll noch rausgenommen werden, aber ich glaube, das wird für Mene nicht drin sein. Also jetzt genau die Situation, die Bruiser Camps haben auf der Top-Lane die Wall rausgenommen und das bedeutet, der Tempel auf der Top-Lane, der nimmt jetzt das Keep raus und gibt dann das Level 20 für Team Dignitas. Während auf der anderen Seite die Zealots natürlich sowieso noch unvollständig sind und hier sich sowieso nicht so richtig entgegenstellen können. Aber es macht eben dann doch den Unterschied, wie viel Schaden man genau gemacht hat. Oh, Samoni kriegt tatsächlich den Greyman erwischt, aber auf der anderen Seite kommt der Eli dann mit dazu in den Fight. Granfakette und Chat müssen sich beide zurückziehen. Aber auch Samoni kann disengagen und damit ist die Situation schon ganz okay für die Zealots. Haben ein bisschen Zeit geschunden. Und immerhin wurde in der Zwischenzeit zum Beispiel nicht der Boss geholt von Team Dignitas. Die holen sich jetzt sicherlich hier die letzten paar Tempelschüsse mit dem Illidan und setzen das Keep in der Mitte noch unter Druck. Und ich glaube, es reicht vielleicht sogar, um das Keep rauszunehmen. Aber die Zealots haben noch eine klare Win-Condition und dies der Boss. Den müssen sie sich jetzt wahrscheinlich sichern, denn sie sind natürlich jetzt hart unter Druck. Der Hand-Illidan presst ja sowieso schon die ganze Zeit die Top-Lane relativ hart rein. Und jetzt mit zwei rausgenommenen Keeps, muss man sagen, ist die Situation schon sehr schlecht für die Zealots. Aber mit einem gewonnenen Fight können sie jetzt trotzdem natürlich nochmal wieder zurückkommen. Level 20, das Archon wird nicht mehr aufhören. Stormshi kommt mit dazu auf dem Karazim. Aber letztlich ist das Level 20 von Dignitas sicherlich sehr viel besser. Global Hunt, Samoni mit dem Engagement, Granfakette. Und hinten rein geht's für den Mopsio mit
den gezogenen Ghoul diesmal. Cocoon allerdings direkt auf der anderen Seite. Mobsu kommt aber nochmal ran an Bakery. Da muss der Root jetzt sitzen. Der wird aber natürlich im Zweifel respawnen. Insofern denke ich, lassen sie ihn einfach sterben und sollten einfach wegbleiben. Und das ist jetzt die Frage, ob diese Zeit genutzt werden kann, um unten den Boss zu sichern. Denn auf der anderen Seite sehen wir der Illidan. Der ist dran am Chor. Und da muss sich ja nicht jemand drum kümmern. Oh, aber das ist aus meiner Sicht ein falscher Call. Jetzt da komplett wegzugehen. Ah, davon halte ich nichts. Oh, aber ängstlich gespielt von Seja tatsächlich, da so früh rauszuspringen. Und auf der anderen Seite hatten die Zealots noch nicht mal rausteleportiert. Der Hacker klärt das jetzt einfach. Und jetzt gibt es natürlich möglicherweise dann doch noch den Fighter am Boss. Und die Map-Situation ist jetzt ein bisschen besser geworden für die Zealots. Auf der Top-Lane ein bisschen Zeit mit dem DHK auszupushen. Und müssen jetzt eigentlich nur noch den Fight gewinnen. Und zusätzlich ist der Uta zwar ja respawned, aber hat eben genau sein Level 20-Talent dann jetzt nicht nochmal bereit. Und das ist natürlich schon ein entscheidender Unterschied. Soll jetzt in der Zwischenzeit nochmal schnell das Loser Camp oben geholt werden. Und zwar nicht nur von Seja, sondern auf der anderen Seite wollen das auch die Zealots haben. Und die haben sich jetzt anscheinend darauf versteift, die nächste Tempelphase den Fight zu suchen. Statt hier den Fight am Boss zu nehmen. Ich denke, das ist letztlich auch der bessere Call. Aber sich hier noch mehr Zeit zu lassen, ist natürlich auch in gewisser Weise ein Problem. Und jetzt, glaube ich, wird Boss angedrückt, oder? In dem Moment, wo sie da oben den Gegner am Bruiser Camp sehen. Nee, tatsächlich kein Boss. Und Doppeltempelphase ist natürlich ein Problem für die Zealots. Denn, naja, genau. Auf der anderen Seite könnte Dignitas sonst Boss oder die Tempel machen. Und dann würden sie sich die ganze Zeit an der Nase rumführen lassen müssen. Insofern muss hier gefightet werden am Boss. Und das ist aus meiner Sicht der richtige Call von den Zealots. Die sind etwa zu weit hinten jetzt. Jetzt müssen sie was riskieren und was hinkriegen. Oh, und es gibt tatsächlich ein gutes Engagement gegen die Tracer. Polk bleibt lange am Leben, geht aber am Ende down. Und es gibt den Cocoon auch noch gegen den Arthas. Der kann insofern nicht mehr eingreifen. Samoni kriegt aber einen tollen Ultimate durch. Oh, Arthas allerdings wird vom Boss gestunt. Granpakette wird rausgenommen. Und einer nach dem anderen fällt. Und Dignitas machen das Comeback auf Map Nummer 3 klar. Und sichern sich das 13-0 insgesamt. Sie waren hier ganz schön weit hinten. Und haben sich da ein bisschen nochmal zusammenreißen müssen. Aber insgesamt war das eine dominante und souveräne Vorstellung. Und auch wenn die Zealots mir gut gefielen auf der letzten Map, waren sie insgesamt eine kleine Enttäuschung auf jeden Fall. Ich hatte mir da mehr versprochen von ihnen, aber da muss man fairerweise auch sagen, ich hatte mir deswegen mehr von ihnen versprochen, weil ich dachte, dass Dignitas nicht gut drauf wären, aber Dignitas haben aufgehört, Sachen zu draften, die sie nicht können. Diese Doppel-Support-Compositions liegen ihnen absolut nicht und heute haben wir dann einfach wieder ein bisschen mehr Aggression gesehen, einfach immer drei Damage-Dealer. Und Mähne insbesondere immer wieder einfach auf den Mages. Und da hatten wir die letzten Wochen immer schon das Gefühl, wenn dann die Mages ausgepackt werden bei Mähne, dann werden die Maps dann doch gewonnen. Und insofern, ja, letztlich ist das schon okay. Dignitas ist ein super gutes Team und sie haben das jetzt hier souverän runtergespielt. 13-0 für Dignitas. Damit sind sie natürlich dran an der Tabellenspitze. Ja, wir sehen sicherlich die Tabelle gleich nochmal eingeblendet. Es gibt zwei Teams, die vorhin liegen. Und das sind die beiden Teams, die wir morgen Abend sehen. Also Fnatic und Team Expert. Die stehen beide mit 3-1 da. Und die sehen wir beide morgen nochmal im Duell. Und insofern ist natürlich auch klar, eins der beiden Teams wird dann zwei Loses haben. Heißt also, Dignitas, die jetzt 2-2 haben, die sind dann eben hinten dran. Ja, wir machen kurz Pause-Screen und holen uns hier den Mainstream raus, damit wir das Winners-Interview hören können. Denke mal, wir werden Bakery nochmal hören, obwohl wir in letzter Zeit ja bunte Auswahl hatten tatsächlich in den Winners-Interviews. Aber wir hören mal, was Trickster und Kaldor dachten und wenn dann insbesondere aus Winners-Interview natürlich. ...engaged. So if he can prevent that moment from happening and resets a particular from occurring for Mane, sure, Palmer can be good. I mean, we can head in and just take another quick look at the last fight, just to give it an idea. It was of course a disadvantageous fight on the side of the Zealots. They had to take it. So let's take a closer look at the boss fight that happened here on Sky Temple and how exactly they fared here. So at this point, again, just watch this in half speed as you can see right now. So the boss is about to fall. Illidan will hunt in pretty soon. He's at the top lane, putting the pressure already on the core. They have to take the fight, but you can see it's 20 seconds until Archon will be ready. And Tracer is dead before the boss falls, before Illidan is there. Tracer is already down, and at this point, it's just a nightmare. Mobsu gets stunned by the boss as Cocoon is being dropped. Granpakette is falling after the seven-sided, and it's just a cleanup job that we're seeing from Team Dignitas. Boss gets stolen as well. Mobsu was the only one still on the core, so it was extremely well coordinated from Dignitas, and just no chance. The Zealots had to force a fight. I mean, waiting those 20 seconds for Arkhan to be in would have been great. Yeah. But with the two temples spawning,
Lots of mistakes. I mean, first off, Tracer getting picked off. The two tongues not hitting from Zarmania as well. Not able to pull them into the stun. Things just happen, man. But Ding Toss walks away with a victory, and we have a nice cheery guy here to talk to us about that match. It's Snitch. Snitch, welcome to the show, man. How are you? I'm good. Well, thank you for joining us. I got to ask you, Dignitas having a bit of a rough road last week, unfortunately, but today you guys came out and you look pretty angry. You guys get a nice 3-0 today. Yeah, I think I'm pretty happy with our performance today. It feels a bit mean to say it's only Zealots, but it feels good to actually just have a clean performance, you know? It feels nice to be able to come out and actually just have a clean sweep. Awesome. So I just kind of ask you, last Sunday after you guys went through your experimental phase, what was the mentality going through the team, and where did you guys come to a conclusion after that entire weekend? We were just kind of trying some different things. Like, we're trying to basically become a stronger team overall, so that's why we've done things with, like, Bakery trying the shot calling for a little bit and Mene being a little bit more flexible so we can play things like double support. Like, we felt like we were just kind of isolating on this whole double support thing a little bit too hard. Like, sure. We do think it's really strong in the meta, obviously. Like, Liquid play it really well. Like, even Expert using it really good sometimes. So we do feel like it's really important to be able to play it, but I think we were a little too, you know, strung up on it and focusing on it a little too much. So we're trying to be, you know, encompassing of the new meta, but also, you know, being able to play what we used to and having our old style as well. Awesome. And one more question before I send you over to Kalidor. Will we have any more moments where we'll see those experiments happening here in the HEC? Because I think I agree with you guys. It'd be nice to see you become a stronger team, and going through some rough patches is one of the ways to actually become stronger. Yeah, I mean, I don't think we're afraid to be practicing these things, like, in these matches. Like, I think some of the games where we had double support and lost, like, it wasn't because we were uncomfortable. We need a little bit more time to practice on it. You know, Mene needs more time to be more comfortable in these supports. I just said we weren't comfortable, but I know what I mean. we're just trying to become a stronger team overall, because we felt like we couldn't play some of these strategies with the hero pools we had before, basically. Awesome. Well, Six City, over to Kalidor. All right, congratulations, first of all. Clean victory today. The one thing that we've been talking about all day, all weekend, is the situation that we currently have up at the top of the standings. And I would like to have your opinion on especially Tricked, when we're looking at them, Team Liquid with that loss that they just had, and also Expert. What do you think is happening up there at the top, and who do you think is going to crystallize later on within the top three? Yeah, I think the season's got very interesting. I think Liquid had a bit of a honeymoon phase, actually. I think they had... Let's just say a lucky early series of teams to play, because I think if we came up against Liquid again, I think we'd look a lot stronger and a lot more competent against them. I think they're even kind of slumping right now, especially with their recent loss against Trick. Like, that was a super devastating performance for them, I think. It will really hamper their ability to qualify for the Western Clash, assuming that we perform as well as we believe that we can. I do think Trick look really interesting as a team. They have a lot of interesting approaches to the game, and like, Alex has a really open mindset in terms of things they could play. You know, you saw them playing the Zul and things like that. Like, they're really creative with their strategies. So I think they're very definitely interesting, but I don't think that we'll lose to them. So that's kind of my take. Okay, do you think that either that Tricked has a chance to push into the big three? Not necessarily going past you, but I mean, right now, as you said, Team Liquid looks a little bit vulnerable. So does Tricked have that potential? Because last season, they were really struggling quite a lot. Yeah, it's a really interesting question, because, like you say, last season, they looked a lot weaker than they are now. I think when they have Maki playing range, they look a lot more comfortable as a roster. I actually thought Maki was a really good range player a few months ago, just watching him in Hero League, so... I think now that they're kind of playing their comfortable roles again, they just look a lot more, you know, solid. I think Rem is still adapting to the tank role really well, and Alex is playing Zul now, apparently. So that's been interesting. All day, every day. So, yeah, I mean, yeah, I definitely think they're looking a lot stronger. I don't know if they can quite contest the top three, but I've also heard rumors that Alex wants to continue his series of qualifying for every BlizzCon, you know? So maybe they're trying extra hard to make sure that they can qualify for this year's as well. Okay, one last question about the standings and everything. We talk always about the big three. You just said that you expect Team Liquid to be in a bit of a slump, and that you feel that after the honeymoon phase that they went through right now at the beginning of the season, they're going to struggle more. Do you think that we still have the big three? Do you feel that Expert has finally made that push into the top three ranks? Or what would you say about that? I think there's definitely a really big case for it. I think Ethereum is a really good fit for them, and I know they're putting loads of work in. Like, they're scrimming something like 9 hours a day or something insane, which I don't think any other team in Europe is pushing themselves that hard. So you can definitely see it paying off. Like, I think they're really focused on
you know, actually making that push this season. Like, they really want the top three this time. And I think Ethereum is definitely part of that. So I'm glad, you know, that they're putting all this work in, because I think it's really inspiring and motivating for me as well. But to answer the question, yeah, I definitely think they can do it. I think we'll have to wait for the rest of the phase to see where it happens. I mean, like, you know, Liquid is looking a little bit weaker than they were at the beginning, so that could be part of it as well. But they definitely do look top three material right now. Okay, awesome. Thank you very much. Awesome. Well, we will enjoy watching you guys try to make sure that you get set up for the Western Clash over the next couple of weeks. I'm going to go ahead and let you go for today. But before you do leave, you have shout-outs. The floor is yours. Of course, shout-out to Team Dignitas and our sponsors. Shout-out to my team. You can catch my stream at twitch.tv/snitshots. I'm mostly streaming every night. If you want to see us at the Western Clash, you have to watch a Smash Fanatic next week. So look forward to that. Smashing Fanatic. Looking forward to that. All right, Snitch. Thank you so much. Ja, selbstbewusste Töne da von Snitch, also er sagt im Prinzip, sie sind schon fast sicher Top 3 sozusagen, also ist ein bisschen grob zusammengefasst, aber natürlich sind sie jetzt sehr zufrieden mit der Performance heute und er meint, dass Team Liquid vielleicht jetzt schon so ein bisschen in den Slums sind, nachdem sie kurz mal mit dem Coach irgendwie gut gestartet sind. Ich persönlich hatte ja das Gefühl, dass sie eigentlich ganz gut gespielt haben, Team Liquid, und einfach ein bisschen schlechtere Drafts hatten, schlicht und ergreifend. Insofern habe ich da meine Zweifel, ehrlich gesagt, persönlich. Aber wir müssen es abwarten, wie das hier weitergeht. Team Liquid spielen tatsächlich morgen nochmal. Können wir so die Daumen drücken, die spielen allerdings gegen die Playing Ducks. Da müsst ihr natürlich dann wissen, wem ihr da die Flagge hochhalten wollt. Was sehen wir sonst noch morgen? Ach genau, das Highlight-Spiel natürlich. Wir sehen Fnatic gegen Team Expert morgen noch. Das wird natürlich auf jeden Fall auch eine spannende Nummer. Das gibt es um 8. Davor, wie gesagt, die beiden deutschen Vertreter Playing Ducks und Team Liquid gegeneinander. Und ja, das wird auf jeden Fall morgen auch nochmal gut. Der gute Snitch, was hat er sonst noch gesagt? Nächste Woche geht's gegen Fnatic und gegen die müssen sie natürlich gewinnen, damit sie es noch zum Western Clash schaffen können, weil wir sehen das jetzt ja hier ganz gut. Ne? Es gibt zwei Teams, die schon ein bisschen vorne sind, aber sicherlich kann man Team Expert noch einholen. Man darf aber nicht vergessen, die haben schon gegen zwei gute Gegner gespielt von 3, 4 guten Gegnern. Aber dahinter gibt es mehrere Teams mit 2 Loses. Und wenn man da noch einen weiteren Lose einpackt, dann ist es, glaube ich, schwierig, zum Western Clash zu fahren. Die Top 3 Teams kommen zum Western Clash. Und insofern hat Snitch tatsächlich recht. Wahrscheinlich müssen sie gewinnen nächste Woche gegen Fnatic. Und insofern auf nächste Woche können wir uns auf jeden Fall auch schon mal freuen. Ich denke, morgen Fnatic gegen Team X wird auch eine sehr gute Nummer. Da freue ich mich auch.